so allgemein im Leben, wenn wir Menschen wirklich lieben und achten und ehren, dann lassen wir auf die nichts kommen, oder? Wenn man schlecht über sie redet. Ja. Ob das jetzt, ich bin jetzt ein Fan von irgendwem und dann sage ich, nee, das ist bei dem nicht so. Und dann verteidige ich den. Natürlich. Ne? Oder wenn ich merke, meine Frau wird irgendwie vor Menschen bloßgestellt oder angegriffen, stelle ich mich vor sie und hinter sie. Ja, das ist ganz selbstverständlich. Ja. Warum fällt uns das schwer oder ist uns das nicht so ein natürlicher Reflex, wenn es um die Heiligkeit Gottes geht? Mhm. Mhm. Zumal, das finde ich ja so toll, ich meine, die Geschichte geht ja hier nicht zufällig gut aus mit David. Der stirbt ja nicht, der gewinnt ja den Kampf. Das hat ja der Herr auch gesagt. Er hat ja gesagt, wenn ihr euch zu mir bekennt, dann bekenne ich mich zu euch. Ja? Ja. Also ich dachte nochmal an den Missionsbefehl. Der fängt ja an, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ja, also er hat alle Macht. Wenn wir uns auf seine Seite stellen, stehen wir nicht auf der Seite eines Schwachen, den wir jetzt verteidigen müssen, weil der sonst sich nicht selber... Der hat alle Macht und er sagt, ich bin bei euch bis zum Ende der Tage.